Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Pfeifenraucher und Tabakgenießer. Ja, heute mal wieder ein kleines Video, eigentlich nicht das einzige, aber ich belasse es heute wohl auf dem Sunday Smoke. Ich habe ein paar kleine Dinge, die ich kurz abarbeiten will. Heute wird das Video wahrscheinlich nicht so lang. Mal gucken, je nachdem, wie sehr ich mich aufrege. Vorneweg, das erste, was ich heute eigentlich gedreht habe, ich bin nämlich wie der Helmut auch schon seit etwa 6 Uhr auf und versuche hier was abzudrehen. Und zwar bin ich dran mit herrlich vielen Vorbereitungen, mein Atlantic Sample Circle Box Video Teil 2 im Prinzip einzustellen. Nur das Ganze wird leider nicht so, wie ich das wollte. Das heißt, das Video ist gedreht. Ich habe auch meine ganze Fotosammlung von den Tabaken, also sind jetzt nicht viele, es waren 6 Stück, die ich probiert habe, alles zusammengesucht und wollte das Ganze, nachdem ich es nun auch endlich abgedreht hatte, weil das Video ist ja nun schon überfällig, zusammenbringen. Das Problem ist nur, dass mir da Coral einen ordentlichen Strich durch die Rechnung macht. Seit nunmehr, wir haben es jetzt Viertel vor 10. Gut 2 Stunden versuche ich dieses Drecksprogramm zum Laufen zu bringen, weil hatte ich mir mal vor langer Zeit gekauft, ist auch geupdatet, daran liegt es nicht. Ich habe auch meine ganz normalen administrativen Rechte. Problem ist nur, dieses Scheißprogramm startet nicht und ich habe keine Chance, das zu bearbeiten. Und dieses Bearbeitungsding auf YouTube, da habe ich einfach keinen Nerv zu. Fakt ist, das Video ist theoretisch halb fertig, also das Video selbst ist fertig, nur die Bilder sind halt nicht eingespeist und ohne die Bilder macht das Ganze keinen Sinn. Das heißt, ich werde mir voraussichtlich in recht naher Zukunft, es wird allerdings noch ein bisschen dauern, weil ich jetzt keine Kohle ausgeben will, weil ich für eine andere Sache gerade Kohle zurückhalte, werde ich mir auf jeden Fall ein neues Programm zulegen. Ich habe auch schon einige kostenlose probiert, aber die bieten leider nicht so die Performance oder das Know-how, was ich gerne hätte. Das heißt, entweder wird das jetzt noch ein bisschen dauern, bis ich das Video einstelle, daher noch ein bisschen Geduld bitte. Oder aber ich werde es nochmal neu drehen, allerdings dann ohne Bilder, was allerdings irgendwie nur der halbe Spaß ist, weil ich bewusst ja schöne Bilder gemacht habe, um einfach mal die Tabake zu zeigen, die ich mir da rausgesucht habe. Ja, wie gesagt, ich bin deswegen ziemlich angefressen, aber sei es drum, zumindest habe ich mich kurz zurückgemeldet und euch deswegen Bescheid gesagt. Ja, schieben wir jetzt mal den Frust beiseite. Zwei Stunden hat es mich ja jetzt gekostet. Das Video selbst ist knapp über 20 Minuten lang. Das heißt, neu drehen ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Ja, mal gucken. Wie gesagt, heute läuft da nichts mehr, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt einfach nur die Schnauze voll. Worum soll es noch gehen? Genau. Ein paar Kleinigkeiten, nichts Großes, aber Dinge, die ich loswerden will. Ein Teil davon, beziehungsweise eine Kleinigkeit hatte ich zwar auch in meinem Video, glaube ich, gesagt, aber fällt ja nun runter. Erstmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön nochmal an dich, Alex, und zwar für den Virginia 27. Aufgrund meiner einen Probe, es war ja leider nur noch für eine Pfeifenfüllung, Tabak vom 27er in der transatlantischen Box drinne, und im Gespräch mit Alex, der den Tabak selbst halt auch in seiner Bar hat, oder hatte, den allerdings nicht so favorisiert hat wie ich, sind wir dazu gekommen, so einen kleinen Tausch zu machen. Und du hast mir auf jeden Fall mit dem Tabak eine richtig große Freude gemacht. Das Zeug ist einfach nur der Hammer. Ich will jetzt nicht zu viel schwärmen, weil eigentlich ist es in meinem Video schon drin, dass ich dann hoffentlich irgendwann mal fertig kriege, wenn ich ein neues Programm habe. Aber es wird definitiv kein Koppelprogramm sein, weil da bin ich jetzt geheilt. Ja, wie gesagt, da nochmal ein Dankeschön. Ich hoffe, der Tabak, den ich dir geschickt habe, ist zwar natürlich kein Amerikaner, aber ich hoffe, der schmeckt dir trotzdem. Kannst ja mal was von dir hören lassen. Nichtsdestotrotz, ich finde den Larsen 32 immer noch ein bisschen besser als die Spezialrolle, aber Geschmackssache. So, ein zweites Ding, wenn wir schon dabei sind. Lieber Gunther, ich habe vorhin erst deine Nachricht gelesen. Wie gesagt, ich schaue in meine PNs so gut wie nie rein oder sagen wir sehr, sehr sparsam. Ich hatte dich angeschrieben gehabt und habe schon damit gerechnet, dass du dich meldest. Allerdings
Ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen nachlässig, was das angeht, weil ein Großteil von dem kommt auch nicht an. Dein Briefchen ist fertig. Ich werde es dann nachher schon zur Post geben. Das heißt, heute ist zwar Sonntag, aber das sollte Montag früh gleich rausgehen. Das heißt, Post mit der Probe ist unterwegs. Ich hoffe auch, Thomas und Kai, bei euch sind die Proben angekommen. Lasst es mich einfach mal wissen, gerne auf Skype. Müsst ihr jetzt nicht hier extra machen. Bin mal gespannt auf eure Eindrücke. So, was haben wir noch? Ja, zwei Sachen, die auch nicht so super geil sind, aber ich sie jetzt trotzdem einfach mal erwähnen werde. Ich rauche ja hier gerade lecker den Flake Nummer 1 von Tabakkage. Der Alex hatte ja ein Video gemacht. Unter anderem halt ging es auch um Kage, wo im eBay-Shop, und ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob es mittlerweile auch einen anderen Online-Shop gibt. Kage ist ja irgendwie eingestellt hat, seine Tabake dort anzubieten. Was ich persönlich natürlich sehr, sehr traurig finde, weil gerade von Kage der Fünfer ist einer meiner absoluten Favorites. Ich habe noch ein paar andere da. Ich bin ja froh, dass ich noch welche gekauft habe, also bestellt habe, bevor die Geschichte losging mit wir haben da keine Tabake mehr. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas wisst. Ich habe auch schon überlegt, dort mal anzurufen. Muss mal gucken, irgendwo wird ja eine Telefonnummer dann auch drin stehen in dem eBay-Shop. Den gibt es ja immer noch, nur wie gesagt, werden dort keine Tabak mehr angeboten. Ich hoffe, das geht noch irgendwie weiter. Also falls einer Informationen hat und ein bisschen schneller ist als ich da, einfach mal reinschreiben, weil es wäre super, super schade, wenn es die Tabak nicht mehr gibt. Weil die finde ich persönlich, ich habe noch nicht so viele probiert, aber die, die ich probiert habe, sind alle zumindest Minimum echt gut. Und einige, die ich halt wirklich favorisiere, wie den Fünfer. Also das ist ein Tabak, wo ich persönlich nicht drauf verzichten möchte. Lieber würde ich dann, wie Rainer es gemacht hat, mit einem Tabak von McBaren war es, glaube ich, eine große, ich sag mal, das ganze Zeug horten und ein großes Lager anschaffen, als auf den Tabak verzichten, also komplett verzichten zu müssen. So zumindest noch ein Weilchen was zu haben. Also wer Infos hat, immer raus damit. Gerne unten in die Kommentarbox. Rauche gerade den Flake 1, habt ihr ja gesehen. In meiner Stanwell 95. Den wunderschönen Duschkopf. Flake Pfännchen, wo sich auf jeden Fall der Tabak richtig, richtig gut macht. War schon lecker. Okay, auch wenn ich es versuche, ich bin immer noch total verärgert wegen Cowell. Es ist echt, ich könnte so brechen. Aber gut, dafür ist ein Sunday Smoke auch da. Einfach mal so ein bisschen. Belangloses Palaver, man muss es sich ja nicht angucken, diesmal war es auch nicht so lang, versprochen. So, dann hat er gestern war es, Ralf ein wunderschönes Video eingestellt, quasi ja, Mozek, wie es da weitergeht, fand ich auch sehr unterhaltsam, also ich habe es echt bis zum Ende verschlungen, das Video, es war sehr, sehr interessant. Ja, das ist so eine witzige Begebenheit, die hatte ich auch in der Pfeifenrunde in Skype schon diskutiert. Es war ja vor, oh, lass mich nicht lügen, knapp 2 Wochen tatsächlich der Strang wieder im Angebot. Zumindest hieß es, er kommt demnächst rein und bitte weitersagen. War leider zu der Zeit, wo ich auch flach lag. Das heißt, ich lag mit Fieber am Bett und war nicht so wirklich am PC, habe ab und an mal zwischendrin reingeguckt. Wozu gibt es ja ein Tablet, das kann man wenigstens mit ins Bett nehmen. Und tatsächlich war der Tabak dann nur online. Und wo ich dann bestellen wollte, schon nicht mehr. Also der kann keine 24 Stunden online gewesen sein, dann war er schon wieder ausverkauft. Ich hatte mich dann direkt an Mozek gewandt, habe ihn mal angeschrieben per E-Mail. Wie es denn aussieht, ist der jetzt schon wieder vergriffen oder haben sie einfach wegen der übergroßen Nachfrage zumindest ihn aus dem Internet bzw. aus der Seitenpräsenz rausgenommen? Im Endeffekt war es so, dass so ein Überlauf war, also man hätte gar nicht reinschreiben brauchen, bitte weitersagen, dass der Tabak innerhalb kürzester Zeit weg war. Allerdings kleines Trostpflaster stand drin, dass er in etwa 10 Tagen wieder eingestellt wird. Das ist jetzt mittlerweile eine gute Woche wieder her. Eine gute Woche haut hin. Und vielleicht habe ich es versäumt, ich weiß es nicht, aber der Tabak war leider nicht mehr drin. Also ich weiß nicht, ob er nochmal eingestellt wurde oder aber generell gleich draußen gelassen wurde. Als ich jetzt erfahren habe,
vor ein paar Tagen, und auch dafür ist ein Pfeifenstammtisch und Skype richtig klasse, dass die Amis wohl richtig geil auf diesen Tabak sind, was ich verstehen kann, aber irgendwie bin ich da ein bisschen traurig finde, so dass der komplett ausverkauft ist. Also ja, man kommt wohl im Moment nicht mehr ran. Und ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll mit der neuen Übernahme dann von Matzek. Ich hoffe natürlich, dass der Tabak dann im Sortiment weiter bleibt, aber die Bearbeitung bzw. der Reifeprozess dauert natürlich auch einiges und es soll natürlich auch eine Schweinearbeit sein, kann ich verstehen. Gerade bei so einem super nachgefragten Tabak, der nun mal auch Reifezeit dann braucht im Strang. Aber ich hoffe also insgeheim beziehungsweise mit Herzblut, dass der Tabak dann wieder ins Angebot reinkommt. Vielleicht habe ich Glück und ergatter die nächste Zeit noch dank Wolfgang noch mal ein kleines Stück Strang. Und wenn es nur ein kleines ist, weil das ist ein Tabak, ich habe den in der Probenkiste drin gehabt, auch wenn es nur noch so ein kleiner Stummel war, der war so genial. Also das ist ja so einer, wie ich in der Pfeifenrunde mitgekriegt habe, der polarisiert. Also entweder man liebt diesen Tabak oder man mag ihn so gar nicht, weil er für den einen vielleicht nichtssagend und langweilig ist. Ich persönlich bin in dem Bereich, ich finde ihn super geil. Das ist ein Tabak, auf den ich nicht mehr verzichten möchte. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe auch gedacht, na, da ist ein großer Hype drum, aber im Gegenteil, also der ist, wie ich finde, seinem Ruf gerecht. Das erklärt auch, warum der ständig ausverkauft ist. Und ich weiß, man klar, man könnte die Curlys kaufen, aber ich persönlich hätte ganz gerne den Strang gehabt, weil es ist einfach nochmal gefühlt und haptisch und visuell, es ist einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Also wenn ich nicht rankommen sollte, werde ich mir dann auf jeden Fall die Curlys bestellen, weil der Geschmack wird jetzt nicht so anders sein. Aber wäre super schade, wenn da nicht mal ranzukommen ist. Also ich hoffe, der bleibt weiter im Sortiment und hoffe, wird bald wieder aufgesetzt. Ja. Und dann vielleicht in ein bisschen größerem Umfang, so dass er nicht innerhalb von weniger als 24 Stunden komplett ausverkauft ist. Wäre natürlich auch super, wenn man den deutschen Markt bevorzugen könnte, aber gut, das ist Firmenpolitik, da stecke ich nicht drin, da will ich jetzt auch nichts sagen. Nur mal anmerken, auch hier in Deutschland gibt es übelst viele Fans davon und ja, toll, wenn wir auch was davon haben könnten. So. Im Prinzip war es das eigentlich auch schon. Hab die wesentlichen Sachen genannt, abgearbeitet. Habe nur noch ein kleines Anliegen in privater Ansicht, beziehungsweise privater Sache. Ist jetzt für uns Pfeifenraucher nicht mehr so interessant. Ist nur eine Message, die ich an einen ganz bestimmten Menschen richte. An eine ganz bestimmte Person, die auch meine Videos schaut, obwohl sie mit Pfeife rauchen überhaupt nichts zu tun hat. Dementsprechend, jetzt könnt ihr eigentlich auch abschalten, aber die Neugier treibt euch ja wahrscheinlich weiter zu gucken. Du kleine Pappnase, wenn ich dich anschreiben soll, beziehungsweise wenn ich mich mal melden soll, wegen Kontakt und Pipapo, wäre super, wenn du irgendwie erreichbar bist. Ob mit neuer Nummer, ist ja egal, dann bräuchte ich die neue Nummer. Nur ich habe, abgesehen scheinbar von diesen Videos, keine Chance, dich irgendwie zu erreichen. Also in diesem Sinne, schreib mich an, du hast meine Nummer, schick mir einen Brief, komm vorbei. Na gut, vorbeikommen ist schwierig wegen Dienst. Und dann können wir alles weitere dann bequatschen, beziehungsweise sehen, ob wir oder was so, weil. Allein von der letzten Nachricht, ich hatte ja nochmal versucht, da, weil ich einen Teil der Nachricht nicht ganz wirklich verstanden habe, keine Ahnung, versucht dich nochmal irgendwie zu erreichen, so, aber schwierig, wenn da irgendwie die Nummer nicht mehr vorhanden ist oder blockiert ist oder was weiß ich so, keine Ahnung. Wäre super, wenn du dich einfach nochmal melden könntest, schreib mich an, hast ja wie gesagt meine Nummer und dann gucken wir mal. Gut, in diesem Sinne soll es eigentlich auch schon gewesen sein, überwiegend ein Frustvideo von Korrel mal angefangen, was so den meisten frustriert, über Tabake, die irgendwie nicht erreichbar sind, was einfach nur zum Kotzen ist. Ich dachte mal, mit den Ami-Tabaken ist es schwierig, aber ja, gut. Diesen Sinne, ich werde jetzt ein bisschen wieder zur Ruhe kommen, werde so ein bisschen die Wut durch die Pfeife blasen, sage ich mal, und mal hoffen, dass dann heute noch ein schöner Sonntag wird. Bin heute zwar wieder auf Arbeit, aber kann ja trotzdem lustig sein, nicht? In diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und wir sehen uns die Tage. Und wie gesagt, ein bisschen wird es noch dauern mit dem Transatlantic-Video. Finde ich ehrlich gesagt schade, aber wie gesagt, gegen die höhere Macht der Technik bin ich machtlos. Ich bleibe dran. Versprochen, das Video wird kommen. Schlimmstenfalls in halt geänderter Form, was ich persönlich schade fände, halt ohne Bilder. Aber ich lasse es euch wissen. In diesem Sinne.
Ich wünsche euch was, macht's gut und bis bald.